spannende Entdeckungstour. Die beginnt schon beim ersten Rundgang durchs Teilörtchen Ichenheim. So hübsche alte Fachwerkhäuser machen mich ja immer neugierig. Wie die wohl innen aussehen. Das mit den blauen Fensterläden gefällt mir besonders und ich beschließe, einfach mal zu klingeln. Ja, hallo. Darf ich mal ganz kurz stören? Sie haben so ein schönes Haus. Vor 16 Jahren hat Judith Priberg das 200 Jahre alte Haus entdeckt und beschlossen, es vor dem Verfall zu retten. Darf ich denn mal spicken, wie es innen aussieht? Immer rein. Also ja? Staubgewischt ist nicht, ne? So, das macht nichts. Geputzt auch nicht und aufgeräumt. Echt urig. Das ist ja wie ein Museum. Judith Priberg hat ganz offensichtlich ein totales Faible für alte Dinge. Dieser hier, der kommt aus dem Schweinestall. Den habe ich dann also für einen symbolischen Preis abgekauft. Und dieser da, der stammt aus dem Hühnerstall. Wo sie auch hinkommt, hat sie ein offenes Auge für alte Raritäten. Und die richtet sie dann selber wieder her. Und das mit über 80. Aber sie liebt es zu werkeln. Dann gehört es einem eigentlich erst, ne? Das ist wie wenn man auf dem Flohmarkt irgendwelche Sachen kauft, ja, dann gehören sie einem nicht. Die müssen wir erst schön waschen und trocknen und hinstellen und sich dran freuen und so. Und dann fängt es so langsam an, dass es einem gehört. Irre, was sie da alles zusammengetragen hat. Und am Haus selbst gibt's auch noch einiges zu tun. Als sie vor 16 Jahren hier eingezogen ist, war es unbewohnbar, quasi eine Ruine. Seitdem renoviert Judith Priberg Stück für Stück. Aber fertig ist sie immer noch nicht. Die Decke hing sehr, sehr durch. Dann dachte ich, oh Gott, ja, die Balken hängen in der Luft. Und dann haben wir sie erstmal hochgesprießt, ne? Und so bleibt es, oder? Nein. Ich habe schon mal einen Kostenvoranschlag eingeholt. Ja. Das sind 8.000 ungefähr. Ja. Ne? Ja, das ist schon ein bisschen. Aber sieht schon ein bisschen instabil aus, ehrlich gesagt. Nee. Aber das stört sie nicht. Sie macht eben alles nach und nach. Ihr Motto: lebe und renoviere. Das Erste, was ich machte, war natürlich ein Bad einzubauen. Ne? Ah ja, war keins. Nein, es gab kein Bad. Und dann dachte ich, also das sollte eigentlich schon sein. Und in so einem alten Gemäuer kommt beim Renovieren einiges zutage. Also ich habe noch mumifizierte Ratten gefunden. Oh, aber auch das hat sie nicht abgeschreckt. Ach ja, und wenn sie nicht gerade am Haus werkelt, dann schreibt sie Bücher und sammelt natürlich alte. Früher hat Judith Priberg als Journalistin gearbeitet. Seit sie Rentnerin ist, widmet sie sich alten Gemäuern. Außer diesem hier hat sie schon zwei andere vor dem Verfall gerettet. Ja, aber warum so ein altes Haus? Also ich meine, man kann ja mit 80 luxuriöser wohnen, theoretisch, oder? Ja, also das kann man sicher, ja. Aber ob man sich da so wohlfühlt, weiß ich nicht. Ja. Fast alle Dinge haben eine Geschichte, ja. Und ist sowieso atmosphärisch, ne? Vielen Dank, dass ich gucken durfte. Ja, ein faszinierendes Haus. Schön. Hat mich gefreut. Alles Gute. Ja, aber auch. Tschüss. Jo, ciao.